Hi. Hallo. Ich will mir mal selber meinen Sucht- und Drogenbericht schildern. Ja, es ist ein Suchtbericht. Und wie ich das so sehe, ist diese Sucht erst entstanden oder aufgekommen, nachdem ich mich als etwas Getrenntes begonnen intensiver zu erfahren. Also wo diese Personalisierung und die Sozialisierung entstanden ist und ich immer mehr geglaubt habe, ein Wesen unter anderen Wesen zu sein. Oder mir das so klar geworden ist, dass man das so denken soll. Keine Ahnung. Auf jeden Fall vorher war ich nicht, da war ich nicht mal Einheit. Da war ich einfach Sein oder Spiel oder was auch immer, Lebendigkeit, wo natürlich der Körper auch reagiert hat mit Freude, Schmerz und alles Mögliche, aber es gab keinen, der es jetzt für sich beansprucht hat und in Besitz genommen hat. Und dann, je mehr das gekommen ist, dann ist so die Sucht gekommen und eins der ersten war, glaube ich, dann Fernsehen, stundenlang Fernsehen und dann da drin abtauchen und sich nicht mehr fühlen. Also sich nicht mehr als was Getrenntes fühlen, weil dieses sich getrennt fühlen, das ist ja, fühlt sich wie eine Störung an oder echt so unangenehm und mit Angst behaftet und ist einfach Discomfort, also Unbehagen. Und nach dem Fernsehen, vielleicht waren Süßigkeiten auch schon eine Droge. Dann kam irgendwann in der Schule, so mit 14, weiß nicht, 13, 14, 15, mit den Freunden haben wir dann angefangen, Alkohol zu trinken. Huiuiui. Wir sind dann in so ein kleines Häuschen gegangen und haben wieder ein Sixpack genommen und haben, bis alles weg war, bis zum Delirium getrunken. Und das ist ja auch sowas, so sich los, sich wegsaufen, bis man nicht mehr da ist und sich als was Begrenztes empfindet. Das kann auch ziemlich übel sein. Und dann natürlich immer wieder auf Partys und so, so richtig heftig. Boah. Bis man dann dort lag und gekotzt hat. Das ist wie so kleine Selbstmordversuche immer so gewesen. Und auch krass, dass man sich das antun, das angetan hat. Boah, echt schlimm. Das war dann noch mehr Hölle, noch Hölle, manchmal noch schlimmer ist es dadurch geworden. Nur noch so in sich selbst gefangen zu fühlen. So, ah, volle Begrenzung. Und natürlich dann dieses Erwachsenwerden, das Kindsein zu verlassen und dann in die Gesellschaft. Wir haben ja hier in Deutschland nicht wirklich so Initiationsrituale durch irgendwelche psychedelischen Drogen oder Schmerzerfahrungen, wo du dann in den Clan der Männer oder Frauen aufgenommen wirst. Nicht, dass es irgendwie besser wäre als bei uns, aber könnte interessant sein. Und dann kam halt so mit 16, 17 das Hanfrauchen, Marihuana, Haschisch. Das hat so ganz einfach angefangen und es war dann echt lustig, so Haschisch essen am Anfang, alle 2 Wochen mal, einmal im Monat Haschisch essen. Oh, das war nett irgendwie. Auf einmal dehnt sich's aus. Es war dann nicht mehr so krass wie das Trinken.
Und dann wurde es aber öfters wieder, weil es kam ja immer wieder zurück, wieder dieses Gefühl der Begrenztheit oder jemand zu sein, der was darstellen muss und die sozialen Zwänge und man muss was sein und man soll dann seinen Platz finden und irgendwann mal eigenverantwortlich sein und sich selber versorgen können und so weiter. Und dann natürlich außenrum diese irre Welt mit Umweltverschmutzung und boah, lauter unterschwelligen Problemchen und auch immer geisteskranken Lehrern, die diese Angst vor den Schülern haben und gar keinem einem was beibringen können, sondern nur Programm machen, damit sie halt selber ihr Geld kriegen und überleben irgendwie, aber gar, naja, auch hilflose Bimbos einfach. Dann kam natürlich zum Haschisch auch noch Alkohol dazu und das in Verbindung, boah, das war ja auch dröhnend. Und das hielt dann mal mehr, mal weniger und dann hielt es, also ich kann es jetzt auch nicht alles im Detail, habe ich auch keinen Bock auszuführen, irgendwie so. Das ging dann 6 Jahre lang, Haschisch rauchen, bis 23 oder so. 23, 22, 23, 6, 7 Jahre. Und es war dann echt so krass, so in der Früh aufstehen und die erste Wasserpfeife ich rauchen. Ich habe immer pur geraucht, weil es mir mit Tabak, das hat mir nicht gebrochen. Und dann immer einen Tag über so ein Level halten und dann immer so versuchen, nur nicht in diese gesellschaftlichen Gedanken reinzurutschen, wo man so in diese Matrix, in diese beklemmende, was auch immer, ist natürlich alles nur mein Film. Ich erlebe es ja total einzigartig. Das kann man ja nicht vergleichen mit der Erfahrung von irgendeinem anderen Organismus hier. Und dann war natürlich auch immer wieder die Sehnsucht da, nicht, also frei zu sein und ohne Drogen, ohne Haschisch sein zu können und in sich zu ruhen und so. Und, oh. Aber es war nicht einfach irgendwie, weil es ja es nichts Konstantes gibt. Es geht ja ständig weiter. Es ist ja keine Ruhe. Es ist ja die Ruhelosigkeit. Irgendwie. Und dann natürlich auch mal kam die Lust auf LSD, noch was Intensiveres zu nehmen. Also Opiate und so Sachen oder Kokain, das hat mich interessiert. Irgendwie das nur wegdröhnen. Das hat man ja mit dem Alkohol schon gehabt. Das war und dann war LSD, das erste Mal LSD, alles vorbereitet, Setting, Buch drüber gelesen und so weiter. Und das kann ich gar nicht erzählen. Und dann war es so, dann hatte ich so einen Moment mit einem Freund, wo sich alles aufgelöst hat, die ganze Materie, und ich nur noch Licht, Farben gesehen habe und keine Gedanken mehr da, waren mehr da, sondern die Materie hat sich nur noch in Energie, in Licht aufgelöst. Und dann, sobald ein Gedanke kam, habe ich wieder alles so wahrgenommen, wie gegenständlich, so differenziert, wie man das ja normalerweise tut, wo man denkt, man wüsste, wie die Dinge heißen. Und es ist total heftig, so völlig weg. Und danach ging aber der Trip noch weiter, weil der ging echt lang. Und dann habe ich auf einmal, dann kam so eine Spinnerei, dann habe ich da nach der Liebe, nach meiner Liebe gesucht und bin durch die Stadt geradelt und nach einer Frau gesucht, als ob die mir die Liebe geben könnte. Na, völlig fehlgeleitet, niemanden gefunden. Und dann, noch ein paar Trips genommen. Und das war irre, weil einmal war es dann so, dass sie so psychisch waren und ich so voll auf dem Trip auf die Suche gegangen bin und Freiheit haben wollte. Und ja, da war ich im Zivildienst sogar und da wollte ich frei sein vom Zivildienst und wollte dann irgendwie, und es war dann nur so psychisch. Und so, oh, suche und ich will weg und frei sein, aber ich kann es nicht und komme nicht. Und war dann so festgehangen in den Gedanken. Und das andere Mal war es dann so voll so, nur so pff, alles ist Energie und es sprudelt und pff, und wir tanzen und lass uns alle ins Licht übergehen. Und
Aber die Trips haben dann wieder aufgehört. Und dann kam irgendwann die Sexsucht dazu oder so. Was heißt Sexsucht? Das ist ja auch ein Weg, so um sich selbst im Orgasmus für einen Moment loszuwerden. So, jetzt im anderen verschmelzen und sich mal selber nicht mehr als Begrenzung wahrzunehmen. Ja, das war auch mit wechselnden Partnerinnen. Es war auch ganz schön, aber auch irgendwie, keine Ahnung, auch leidvoll. Es hat auch, wo ist ja die Dualität, wo die Freude ist, ist auch das Leid. Wo das Leid ist, ist auch die Freude. Wo das Glück ist, ist Unglück und so weiter. Ja, und dann. Dann hatte ich irgendwie mit dem Haschisch aufgehört und wollte, es hat sich dann irgendwie so selber so runter reduziert, ohne jetzt wirklich willentliches Zutun. Dann habe ich wieder ein bisschen getrunken. Zeitlang immer abends, immer so ein Bierchen, auch um so, oh, jetzt nach der Arbeit und auch irgendwas so, oh, ein Stück Befreiung zu fühlen. Also, ne, dann und dann kam irgendwann die spirituelle Suche, die Sucht, die Suche nach Gott oder nach Freiheit und konnte sie nicht finden. Ich konnte Gott nicht finden und die Freiheit auch nicht. Ist aber nicht so schlimm, weil ich auch nicht den finden konnte, der danach sucht. Also ich habe gemerkt, so, das ist ja nichts Neues. Ich kann ja auch nur irgendwas nachsagen. So. Es ist ja wie, als wäre mein Gehirn eine Festplatte oder der Körper so wie so ein Bioroboter, der so gefüttert wird mit Informationen und die spuckt er dann wieder aus. Ja. Und dann habe ich nochmal, ich mache das jetzt alles nicht so detailgetreu. Die spirituelle Suche, die ging halt dann so ein bisschen so in die Advaita-Satzung-Richtung und dann hat aber auch alles irgendwie nichts geholfen. Dann merkst du irgendwie, du kapierst ja gar nichts, weißt gar nicht, um was es geht oder weißt nicht, wer du bist oder was los ist und dass dir kann noch so jemand so tolle Ideen erzählen, solange du es selber nicht erfährst. Das ist alles eine graue Theorie und bla bla bla. Also zum Schluss gekommen, dass mir keiner helfen kann, dass das zu sein, dass ich bin, was ich bin. Und dann habe ich noch mal, dann war so eine drogenfreie Zeit, ja, außer Alkohol natürlich, Alkohol. Vielleicht Zucker, Zucker, ja, Zucker auch, ist ja auch eine Droge, so mit den Süßigkeiten und Schokolade. Und Onanieren ist ja auch eine Droge, so, was auch immer. Und noch ein bisschen Sex, Liebe, haha. Bin nicht so gut in der Liebe. Naja, macht ja nichts. Und dann, auf einmal irgendwann, dann bin ich mal eingeladen worden in ein anderes Land für eine Ayahuasca-Reise. Und das war auch, boah, das war wild. Und dann haben wir ziemlich viel getrunken, dreimal so Stamperl am Abend hintereinander in versetzt. Und da ging auch zuerst voller Widerstand los und, boah, und Psychofilm und dann habe ich mich den Körper voll als nur als Energie erlebt und so gezuckelt und das war aber so eine Gruppe Männer, Frauen geteilt und ein bisschen so nach einer kirchlichen Richtung und auch immer, also es hat mir nicht ganz so gut gefallen mit dieser Ausrichtung Heil, Heilung, Heilung, irgendwas, Planet heilen und so weiter und irgendwie kam mir das auch noch arrogant vor, oder irgendwie so fühlt man sich ja dann immer krank, wenn es um Heilung geht. Und das ist ja auch irgendwo bescheuert, dieser Heilungsscheiß Heilungsscheiß, hört sich gut an. Ja, und dann habe ich erstmal voll den Film gehabt und es hatte so eine Intensität und auch fast so ein Gefühl von Sterben und die Leute haben gekotzt und gelacht gleichzeitig. Und mal Musik gemacht und dann mal dieses, ja, so eine Intensität gespürt. Ich will immer mitspielen und dann so Minderwertigkeit erlebt und boah, dröhnen.
Ja, ich kann das gar nicht so erklären. Es ging so schnell und war so intensiv. Und dann habe ich das Gefühl, es waren 2 Tage, wo ich es genommen habe. Der eine war total schön mit Echos und Visionen. Der nächste, der war dann echt schlimm mit diesen Minderwertigkeitsgefühlen und dort liegen und sich übel fühlen. Und am dritten Tag habe ich nichts mehr genommen. Und dann war so ein Gefühl, der Ayahuasca hält mich von Ayahuasca gehalten. Hielt dann auch nicht an, wirklich. Das war dann irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr oder so. Was ich noch zwischendrin erwähnen sollte, ich habe dann schon vor einigen Jahren, also war ich so, eine Tanzart kennengelernt, die heißt Kontaktimprovisation. Und die ist so ein bisschen wie Sex ohne Sex zu haben, kann es sein. Oder es gibt so eine Beschreibung. Oder die kann halt ganz, da kannst du dich ganz flüssig und lebendig und bewegt fühlen und du weißt gar nicht, wie es geht und der Körper macht, kann auf einmal irre Sachen machen und dieser Körper ist eh recht flexibel oder sportlich oder dafür geeignet. Und das ist dann auch wie eine Art Rauschzustand, wenn du da tanzt und kopfüber und hin und her und dann da gar nicht mehr drüber nachdenken musst, wer oder was du bist, sondern dann nur im Tanz involviert. Das ist auch geil. Und das geht weiter irgendwie so. Das mache ich jetzt ab und zu, dass ich sogar so kleine Tanzveranstaltungen organisiere und versuche regelmäßig da in München zu so einer Contact Jam zu gehen. Oder jetzt dann mal so ein Festival und so. Aber es mit den Drogen, das war irre. Dann war das mit dem Ayahuasca vorbei und dann auf einmal kam sowas so, oh, nach einem Jahr, ich muss Iboga nehmen, das ist ja noch heftiger, das wird es mir dann zeigen. Und dann war das so weit weg, wie kommst du denn an sowas hin, das irgendwo in Afrika im Dschungel wächst und du gar nicht, so selten. Und dann irgendwann konnte ich, auf einmal war das da bestellen aus Österreich. Dann habe ich es bestellt und dann auf einmal war es da, oh, 10 Gramm. Wurzelrinde und so. Und dann wollte ich nur 1 Gramm testen, um zu merken, wie es so ist. Ich habe vorher auch lauter Berichte gelesen. Und dann war es halt so, boah, ich habe das 1 Gramm genommen und es hat so eigenartig geschmeckt. Und dann habe ich mich, es ist in eine Verwechslung reingekommen. Ich dachte, ah ja, das schmeckt ja nach Kava-Kava-Wurzel da. Ist ja gar nichts Wirkliches. Und dann habe ich noch 1 Gramm genommen und noch eins und dann habe ich angefangen, eine E-Mail zu schreiben an diesen Versand. Ja, ihr, das stimmt ja gar nicht, ist das wirklich so? Und dann sagt er, ja, das ist das wirkliche Zeug. Und dann ich sage, nee, das glaube ich nicht. Und dann habe ich noch mehr genommen. Bis ich dann die 10 Gramm gegessen hatte, so ein Drang war da und so eine Konfusion, das gar nicht zu wissen, was ich mache. Und dann habe ich da echt gemerkt, boah, was für eine Scheiße ich da am Laufen habe, denen nicht zu glauben und dann die versuchen anzuklagen, schon im Geist. Und dann habe ich aber noch eine E-Mail geschrieben, dass es mir leid tut, bla 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 und so weiter. Und dann ging es voll los. Ui, 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 ui. Das war abgefahren. Und dann habe ich richtig so gemerkt, wie ich mich eigentlich schon an mein Ich klein und meinen kleinen begrenzten, diese Idee da gewöhnt habe und wie das dann auch ums Überleben kämpft, wenn diese Droge im ganzen Körper ist. Und dann habe ich Musik gehört, irgendwie Starseed, so eine elektronische Musik mit so blub, habe ich so angemacht und ging so blub, und dann kamen die Töne von überall und dann habe ich gemerkt, oh, da ist ja ein riesiger Raum und dann hat es mich so zerrissen, fast so, oh, wo bin ich jetzt? Und dann nur die Töne. Musste ich schnell die Musik aufmachen, weil ich so Angst gehabt habe, dass es mich zerreißt. Also das ist auch wie so eine schizophrene Psyche, die einerseits will sie frei sein und nicht will sich begrenzt fühlen und, oh, sich, oh. Und dann, wenn sie dann auf einmal so frei fühlt, dann hat sie auf einmal Angst, nicht mehr zu sein in dieser, was bin ich denn da noch, wenn da nur noch Weite ist, dann kann ich mich ja gar nicht mehr als etwas wahrnehmen. So. Und das war dann, und das ging dann erst heftig ab. Zuerst hat der Verstand gesagt, ja, es ist ja gar nicht das wahre Zeug. Und dann vor allem, boah, das ist es. Und jetzt hast du 10 Gramm und wirst es überleben. Und oh, ich kann es gar nicht so im Detail erzählen. Und irgendwann ging es so voll aufs Herz, hat das Herz so geschlagen. Und
dann habe ich einen Einlauf gemacht, irgendwie so, dachte, da kommt das Gift wieder raus und hat nichts geholfen, aber so vor, mitten in, das war so in der Nacht um 3:30 oder so. Und dann war ich so am Boden gelegen, Kopf auf dem Boden, auf den Knien. Und da hat man immer so geatmet. Das haben andere schon überlebt, die haben 100 Gramm genommen. Und dann ging es irgendwie vorbei. Also, da habe ich noch, irgendwann konnte ich mich wieder hinlegen und dann, und dann war es sowieso in so einem Feld und dann sind immer so die Emotionen aufgestiegen und dann kamen wieder Gedanken rein, haben versucht, die Aufmerksamkeit zu saugen. Und dann, bla bla bla, es ist ja alles nur Quatsch, was ich erzähle. Und es ist auf jeden Fall keine Aufforderung, sowas zu nehmen. Und aus meiner Erfahrung ist es auch nicht, ist es ja so, dass ich nicht mal die Entscheidung hatte, das zu nehmen, sondern das hat mich gerufen. Und die Geschichte, die einem erzählt wird, dass man freien Willen hätte und entscheiden könnte, wie man sein Leben gestaltet, und dieser ganze Quatsch, du bist der Schmied deines Glückes und du würdest das kreieren und so, das kann ich aus meiner Erfahrung jetzt nicht bestätigen. Also schau mal, ich habe ja nicht mal den Körper hier willentlich organisiert oder die Geburt, wo es dann heißt, sag, du hast jetzt hier eine Geburtsurkunde und du gehörst jetzt zu diesen deutschen Typen da dazu und bist jetzt da in dem System drin und wirst geschulbildet und Leistungsgesellschaft und musst jetzt da für deine Miete ackern und weiter, wenn du jetzt nicht reiche Eltern hast und bla bla bla. Also ich komme mir eher wie eine Marionette vor. Also als Erlebnis, es gibt keine Freiheit der Wahl hier, sondern das geschieht alles von selbst, könnte man auch so sagen. Also alles, und man weiß ja gar nicht, ich komme ja wieder ins Philosophieren rein, man weiß ja nicht, ob nicht alles schon passiert ist, alles schon längst da, die Zukunft ist schon da und die bestimmt hier die Gegenwart, damit die Zukunft so sein kann. Und dann gibt es halt nur so einen Prozess, wo man das dann wie ein Déjà-vu wieder erlebt, weil man das ja alles ist oder auch nicht, keine Ahnung. Gut, und das war dann das Iboga und dann, es ging dann auch vorbei. Und aber es ist nicht vorbei irgendwie. Das ist jedes Mal immer, wenn es zu intensiv wird, dieser kleine Wicht, diese Ich-Störung, wo ich mich als was wahrnehme im Ganzen und mich nicht mehr als das Ganze oder ja nicht mal so, keine Ahnung, halt dieses Gefühl, getrennt zu sein, das ist es immer. Und aus dem entsteht immer diese Sucht oder die Sehnsucht, wieder nicht getrennt zu sein. Ja. So kann ich das jetzt formulieren. Okidoki, das war der kleine Bericht. Bitte nicht nachmachen. Und wenn, dann habt ihr keine Wahl. Ihr müsst ihr das machen, was ihr macht. Und ich spreche eigentlich mit mir selbst. Also, auf Wiederschön gehört. Namaste! Aloha, Yuki.